herzlich willkommen zurück bei Geranimo und Visage. Ja, jetzt bin ich dran, yippie. Also ja. Ich habe von mir einen Schweißschatten liegen. Der Infusionsbeutel fehlt. No. Hast du einen? Nee. Was ist denn das? Was ist das? Ah, diese Notiz mit den Uhren. Kann ich hier nicht einfach ein bisschen einen Tee? Ich glaube, du musst dich mal ein bisschen umgucken, Nessie. Aber ich glaube... Du hast ein Feuerzeug, schau mal. Toll. Das ist leer. Wieso? Da ist so... Sollen sie mal nicht so anstellen, mal im Ernst. Warte, ist da ein Pfeil gewesen? Da? Nimm den Ständer. Ist der Schatten? Ach so. Na, ich glaube, du musst dich im Raum ein bisschen umgucken. Wo ist mein Hammer? Der ist im Vorratsraum, den brauchst du hier wohl nicht. Infusionsbeutel. Den habe ich jetzt zu Hause vergessen. Hätte sie mal was gesagt. Ja, die Frage ist, ist er jetzt in diesem Raum hier? Guck noch mal auf dem Bett genau nach. Und ein Bett oder so ist er auch nicht, ne? Nee. Ja, geil. Ja, natürlich kann man keine. Kannst du auf der anderen Seite den Infusionsbeutel irgendwie anfassen? Oder was das da sein soll? Mit R2 oder so? Nee, ja, sagt auch einmal. Okay. Das gleiche, wenn ich das mache. Was liegt da auf dem Boden? Direkt neben dem Bett? Achso, das ist nur... Das ist quasi... Okay. Okay, müssen wir jetzt noch einen Infusionsbeutel finden. Oder du holst nochmal ein Feuerzeug und... kommst damit wieder. Wo? Wo könnte denn so einer liegen? Vielleicht ist im Haus irgendwo einer oder wir sehen halt der hier jetzt nichts in der Ecke oder so. Da war noch ein Bild. Da direkt zwischen den Räumen. Da wieder das mit dem Gesicht. Nee, okay. Das ist doch unsere Tür. Die ja, stimmt. Ist. Ja. War gerade ein bisschen doof. Meinst du, es bringt was, wenn wir zu alle zurückgehen und ihr den Zettel geben, von wem bring me my child? Oder aber, wo ist nochmal? War da irgendwo was? Oben? Achso, es war wegen dem Bild. Wo waren denn nochmal die, der Raum mit den Uhren? Das weiß ich nicht, aber du kannst auch ihr erstmal den Tee bringen. Ja, können wir ja das mal ausprobieren. Also da kommen wir ja nicht weiter. Wir brauchen einen Infusionsbeutel. Vielleicht kriegen wir das ja von alt mit dem Tee. Weißt du noch, wo längs? Ich glaube, du musst rechts. Warte mal, sind wir nicht hier? Sah das jetzt nur so aus oder stand da nicht gerade einer am Fenster? Schnell zumachen.
Wo lang war das denn? Oh Gott, war das hier längs? Nee. Wo lang? Nee, das war... Na Nessie, zeig mal Orientierungssinn. Hab ich nicht. Das war ja unsere erste geisthafte Begegnung, sage ich jetzt mal. Oder eine mit der ersten. Oha. Ich glaube, ich weiß, wie du wieder dahin kommst. Na? Wenn du nach oben gehst. Und dann, wenn du links gehst. Und vielleicht durch den Spiegel dadurch. Vorsicht, dein Verstand. Nee, dann kommen wir zu der einen von wegen Bring me my child. Meinst du? Ich glaube ja, wir können einfach mal gucken. Sieht jetzt nicht danach aus? Ich komme doch gar nicht. Ich komme doch gar nicht mehr runter. Es gibt absolut keinen Grund, da runter zu gehen, okay? Geh doch mal schneller jetzt hier. Da war auch noch ein Spiegel. Da ist ein Spiegel. In der Tür. Ja. Meine Fresse, geht zu. Ne, jetzt sind wir hier wieder mit den Uhren. Ja. Willst du das machen oder nicht? Aber wir haben... Aber uns fehlen noch die Zeiger. Brauchen wir da noch irgendwie Zeiger oder so? Hm? Ich weiß nicht, ob wir da noch Zeiger brauchen. Ja, da sind ja keine in der Uhr drin. Ja, aber du kommst da ja auch nicht ran. Gut, da steht auch nicht interagieren, wenn du auf die Uhr gehst. Nee, nee, deswegen denke ich mal, dass wir noch Zeiger brauchen. Aber so normalerweise steht auch da immer, du brauchst zwar noch was dafür. Alles, was wir bis jetzt machen konnten, war in... Da konnten wir interagieren drücken. Ich will hier raus. Meine Fresse, wo war denn jetzt diese blöde Alte? Ah! Fuck off, Alter! Ha! Scheiße! Ich glaube, du bist im Gorkenzustand. Ja. Oh. Ich habe 3 Uhren gefunden. Mit Zeigern. Da ist das Rätsel. Zettel? Inventar?
Die erste Uhr ist 6. Die zweite Uhr? Hoch. Dann machst du uns erstmal 6, genau. Oh, wie ich diese Steuerung hasse. Na, du musst nur so lange, genau. Du musst auf den Zeiger gehen, Lassie. Immer mit Geduld. Hä? Du musst auf den richtigen Zeiger gehen. Oh, ich drehe ja ab, ne? Was soll das denn? Das haben die auch echt ein bisschen. Wenn ihr jetzt genau achtet auf das, genau. Nummer 1. So, ups. Der zweite war auf. Hallo, ich hab darauf lesen können. Der große nach unten, der kleine auf 3. Meine Fresse. So, und der andere war... Der große nach unten, der kleine auf 12. Na, guck mal, das ist ja optimal jetzt für dich, Nessie. Na. Wenn das mal so stimmt. Oh. Ja, man hat was gehört. Aber wo? Nee. Guck mal bei den Tellern. Da an der Wand links hing ein Teller. Ah, jetzt weiß ich. Die müssen wir auch noch drehen. Die sind da auch auf dem Bild. Gab schon mal so ein Schlüsselzeichen. Ja, pass auf, weil wir das erste gemacht haben. So. Sie ist ganz links. Ist sie nach rechts gedreht gewesen? Also sie ist mittig. Er? Er war nach links. Sein Kopf war nach da, genau. Sie war so. Und sie war anscheinend so. So. Okay. Geh nochmal im Kreis. Geh nochmal rum. Ne, geh nochmal ganz rum. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob da im Wäschekorb was war. Luft. Guck nochmal auf den Zettel. Ja, aber guck doch mal, hier leuchtet doch das irgendwie so rüber. Ja, ja. Du kannst nur nichts sehen, weil du dein Feuerzeug nicht anmachen kannst. Ah, guck mal, dann mach nochmal das Fenster in der Mitte zu. Guck mal, da sind nämlich nur 2 Fenster offen. Mm.
gab wieder ein Klickgeräusch. Ja, summt vor sich hin. Oh, ein Babygeräusch. Du kommst nicht mehr raus. Dahinter habe ich das Gefühl. Irgendwie musst du doch da reinkommen. Hä? Ah. Indem du ein paar Mal rumläufst. Guck vorher nochmal links. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Nee, und wie. Oh, wie lege ich das Feuerzeug wieder in den Inventar zurück? Jetzt geht das plötzlich. Okay. Ja, mach erstmal wieder aus. Können wir noch gebrauchen. Das ist ja genug Licht. Ich glaube, du musst den an. Hä? Du musst erst auf das Inventar drücken. Und dann L2. Genau. Okay. Gameboys! Sieht zumindest fast so aus, ne? Das sind alles Babyfone. Die müssen wir ins Schlafzimmer tun, wahrscheinlich. Auf die Station. Du hast jetzt ein Babyfon in der Hand. Oh nein, damit müssen wir jetzt hier auf Geisterjagd gehen, oder was? Guck mal, da ist das Kind rangesprungen, zerfetzt. Bäh. Das hätte es einmal so hochgeworfen. Hey! Okay. Kannst du. Drück mal L1. Wo ist das Schlafzimmer? Nee, geh erstmal zu ihr. Hier, ja, vielleicht. Zeit, ja. Hier, dein Baby. Okay, offensichtlich reicht das noch nicht. Nee, ich denke mal, wo ist das Schlafzimmer gewesen, das normale? Das normale haben wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch das, wo dieses Babyfon war, ne? Nee, mach erstmal wieder aus, oh Gott, das nervt ja. Geht nicht, doch. Nee, ich meine, wo das normal aussah. Hier. Gibt's nicht mehr. Hä? Das weg. Wo wir durch das doch geguckt haben mit den Bildern, das gibt's nee, nicht da, mehr. Nee, doch, das ist da. Ja, das meine ich doch. Aber es war ja vorher auch so wie hier, das sah ja mal anders aus. Wo ist denn das jetzt? Vorsicht. Ah! Du solltest vielleicht aufpassen, wenn das Licht ausgeht. Ja, ich wollte deswegen auch schnell ins Licht hin. Wo war denn jetzt? Bist du in der Hocke? Ich weiß. Ich will da zum Schlafzimmer hin. Das war da oben irgendwo, glaube ich. Ja, da vorne rechts. Hm? Wie vorne rechts? Und das Schlafzimmer war oben. Ja. Ja, aber da geht's doch hoch, oder nicht? Nee, da geht's hoch. Bei der Haustür. Und jetzt rechts. Mach nochmal an. Das war der Zahlencode, den ich auch gelesen habe. Wofür ist der Code aber? Hatten wir irgendwas, wo wir einen Code eingeben mussten? Den der Safe? Ja, aber ich glaube, das wäre ja auch wegen Schlüssel. Sonst gehen wir zum Babyfon.
to me. Kannst du jetzt was machen? 5-0. Ja, ja, 5-0-3-7. Hast du nicht gesehen. Hier hat sich jetzt auch nichts verändert. War in das scheiß Arbeitszimmer. Da warst du schon richtig eben. Das ist das Badezimmer. Nee, zurück. Hä? Jetzt noch ein weiter und dann links. Da. Nein, wieder zurück. Hä? Da. Nee, dafür brauchst du einen Schlüssel. Das ist aber ein Spiegel. Ja, und der Hammer ist ein Vorratsraum. Wo ist jetzt der Kack-Vorratsraum? Weißt du noch, wo er war? Ja, das ist zum Beispiel auch dieser Cats, dieser Raum mit den Ketten, Alter, glaube ich auch, ne? Nochmal? Auch nicht. Ist das Licht eben angegangen? Aber ich. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst ihr jetzt den Tee bringen. Oder aber du gehst jetzt nochmal zum Vorratsraum. Ich würde aber sagen, dass wir ihr langsam erstmal den Tee bringen, weil das schieben wir jetzt schon ein bisschen vor uns hin. Ja, wo war denn jetzt nochmal der Weg zum Tee? Das war ja. Geht's nochmal zu der alten hin? Da wollte ich doch die ganze Zeit eigentlich hin. Das ist jetzt eigentlich jetzt nur so passiert. Ja, such nochmal. Ich muss auch nochmal überlegen. Wir sind übers Runterfallen sind wir ja zurückgekommen. Ne, wir mussten durch die Garage, ne? Jetzt kannst du nochmal links gehen. Und gucken, das ist ja unser Vorratsraum normalerweise. Hm. Oder unser. Nee, das ist nicht unser Vorratsraum. Das ist der mit dem Schrank drin. Weißt du? Diese kleine Besenkammer. Ich glaube, hier ging es doch. Zur Garage. Genau, und da kamen wir doch in diesen anderen. Tüte. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo längs. Krass, dass das so irritierend ist, ne? Ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin. Aber vielleicht wirst du ja einen Weg finden und der Alten ihren Tee bringen. Na, du hast ja noch. So, du bist ja noch dran, Nessie. Versuch's doch nochmal. Probier's. Warte mal, mussten wir nicht runter? Nee, Bilderrätsel. Hm? Da geht's zum Bilderrätsel. Da fehlt uns noch die Injektion oder was das da ist. Ach so.
Ich habe keine Ahnung, ey, das ist ja fürchterlich. Jetzt bist du ja wieder bei der Garage. Bin ich hinterher gekommen? Bin noch einen ganz anderen Weg gegangen. Jetzt bist du mal im Kreis gelaufen. Ich gehe jetzt mal hier links. Oh ne, das ist das. Jetzt stecke ich fest. Jetzt erleben wir Nessie Wenk mit Geduld. Ich habe bald keine Geduld mehr. Ne. Orientierung ist für den Arsch. Ach, die Tür ist zu. Hier war dann noch ein Spiegel, theoretisch. Bilderrätsel. Ja, glaube ich aber nicht. Da ging's doch zum Bilderrätsel. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Dann gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge mehr Ahnung finden. Ja. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder was geschafft. Mal gucken. Ready for the next round? Ja. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann, guten Abend, tschüss. Thank you.